September. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Nach der großen Messe in Düsseldorf, Caravan Salon, wo es ja doch einige Neuigkeiten gab, aber auch dann doch wieder nicht so viele Neuigkeiten gab. Für mich waren persönlich zwei Highlights dabei. Die habe ich euch auch schon vorgestellt in meinen Videos vom Caravan Salon. Und ansonsten ist leider nicht so viel Technisches dazugekommen. Im LTE-Antennenbereich hat sie auch nicht viel getan, sondern nach wie vor Maxiu, Oyster und so weiter. Das sind die gängigsten, wo es da so gab. Und es gab nur eine Errungenschaft, die ich aber von der Art her nicht ganz so teile. Das ist diese 12 Volt Klimaanlage. Die Sinnhaftigkeit über die Klimaanlage lassen wir, finde ich, mal im Raum stehen, weil die natürlich durch die 12 Volt definitiv nicht die Leistungsfähigkeit hat wie eine 230 Volt Klimaanlage. Das ist einfach so. Ja, warum Terror in Dinkelsbühl? Ich kann es euch sagen, ich weiß nicht, was heute Nacht passiert ist. Heute Nacht hat man hier eingebrochen. Man hat uns die Scheibe von der Tür eingeschlagen und Gott sei Dank ist nicht weiter viel passiert. Der Einbrecher, den wir durch unsere Videoüberwachungsanlage und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, durch die Polizei in Dinkelsbühl einen super, super Job gemacht hat, konnte binnen weniger Stunden dingfest gemacht werden. Also echt phänomenal, top. Ganz lieben Dank an die Stadt Dinkelsbühl und an die Polizeibeamten da. Mega geilen Job, mega freundlich. Und sie kamen heute, haben Spurensicherung gemacht und alles Mögliche. Und heute Mittag sind sie dann schon vorbeigefahren und haben gesagt, also alles safe. Wir haben den Täter. Also echt top, super. Gott sei Dank wurde hier in unserem Laden nicht viel kaputt gemacht, nicht viel beschädigt. Mir Kleinigkeit wurde entwendet, das ging aber. Bargeld und Schlüssel haben wir ja sowieso nie da von unseren Mietfahrzeugen und Fahrzeugen und Kundenfahrzeugen. Aber dennoch ist es halt immer ein Ärger, weil Tür kaputt, Glas einkaut und ja, der ganze Mulk, ein halber Tag geht dahin und keiner konnte arbeiten. Ich glaube, so nach 3 Stunden konnten die Jungs zumindest in die Werkstatt und konnten da weitermachen. Büro war dann nur ein bisschen lahm, weil da war dann die Spurensicherung drin und alles Mögliche. Aber alles gut, wir haben es überstanden. Somit gab es jetzt ein paar kleine Verzögerungen und wenn wir heute telefonisch auch wieder mal nicht ganz so erreichbar waren, war natürlich auch ein bisschen daran mitgelegen. Aber egal, es geht wieder weiter bei uns. Und wir haben auch schon wieder ein tolles Projekt gemacht, Montag, Dienstag. Wir haben schon wieder volle Hütte. Hinten steht der Kastenwagen, da laufen wir gerade mal hin und draußen steht einer, den haben wir gerade verbaut. Und dann möchte ich euch noch einen kleinen Stand zum meine zwei Messe-Highlights geben. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal die Fahrzeuge an und dazu nehme ich euch mal mit. Bis gleich. So, jetzt probieren wir das einmal hier mit unserer neuen Kamera. Jetzt sind wir in dem Fahrzeug in einem Hümer und was haben wir hier eingebaut? Ihr seht's, einmal hat er bekommen vom WCS eine schöne Kombi, eine 2000er. Dann haben wir hier ein 200er Akku eingebaut. Haben wir hier der Längs nach gemacht, hier hinten noch mit so La-Regler und den haben wir ausgetauscht als also für einen MPPT-Regler und dann haben wir hier noch zwei Verteiler, Masse- und Plusverteiler reingesetzt, damit es alles anständig ausschaut, wieder sauberes Fach gemacht, damit es alles richtig schick ausschaut und super funktioniert. Dann haben wir auf dieser Seite hier noch einen Booster verbaut. Kleinen Moment, den sehen wir hier. Den haben wir hierher gesetzt. Warum haben wir den hierher gesetzt? Weil hier vorne haben wir noch ein kleines Löffle drin und da kann man dann mit dem Finger durchlangen, falls man den Rapid-Knopf betätigen muss.
Das funktioniert dann auch super tadellos. Jetzt ist unser Gimbal abgestürzt, aber jetzt sind wir dann auch schon wieder da. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt wollte ich euch das mal zeigen hier auf der Hand. Und zwar, voilà, dann kann man nämlich hier durchdrücken und dann sehen wir hier den Knopf. Seht ihr das? Genau, und dann kann man da drauf drücken, falls man den braucht und hat keine großen Probleme, den zu aktivieren. Ein Knopfdruck, man muss keine Polster wegmachen und nichts. Hier haben wir dann noch den FI verbaut, den wir immer brauchen für einen Wechselrichter. Dann natürlich die Kombi sauber ordentlich hier rangebaut. Und ja, eigentlich richtig schön worden, der ganze Kasten. Hier haben wir die Sicherung auch nochmal hergemacht für den Wechselrichter dementsprechend. Die Hauptsicherung und da nochmal den Dongle dazu, damit man auch Bluetooth dementsprechend ablesen kann, damit auch hier alles gewährleistet ist und alles super geil funktioniert. Was da vorher drin war, das zeige ich euch, das blende ich euch jetzt mal ein, ist ein Schmuckstück. Aber muss man es gesehen haben. Also ist echt ein geiles Teil. Muss man sagen, oder? Das hat richtig was. So, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir natürlich hier das Display montiert. Das haben wir ja oben hingeschraubt. Genau. Wir sehen jetzt hier, steht er auf 1, 13,2 Volt. Man kann natürlich hier auch noch umschalten. Dann sieht man hier immer die Ampere-Leistung. Und hier haben wir die Landstrombegrenzung, wo man dementsprechend einstellt. Hier die Ladestrommöglichkeit und so weiter. Oder dann halt entsprechend ausmacht. Das Ganze wird jetzt morgen nochmal richtig durchgecheckt. Soweit ist er fertig. Dann haben wir noch ein paar kleine Reparaturen gemacht. Schlösser repariert und ja, hinten noch an der Cam was gemacht. Ein paar Kleinigkeiten, um einfach das alles abzurunden und richtig schick zu machen. So, jetzt schauen wir uns dann noch mal kurz in der Werkstatt um und da laufen wir mal geschwind wieder ein paar Meter und ich bin dann gleich wieder bei euch. Ja, hier sehen wir jetzt unsere ganze Einbruchsspur. Also das heißt, heute war der Glaser da, hat uns da unten gute Platte reingemacht und hier oben seht ihr schon die ganzen Schmierer von der Spurensicherung, die hier alle fleißig rumgepinselt haben. Was ist passiert? Der Einbrecher hat hier sieht man es, wenn die Sonne scheint. Ja? Guck mal, wie die Scheibe jetzt hier ausschaut. Also ja, müssen wir ein bisschen putzen. Ja, was ist passiert? Hier haben wir wurde eine Propangasflasche durch das untere Fenster hier geschmissen. Ja, und dann ist natürlich hier alles durchgegangen und somit kommt der Täter hier rein. Aber gut, wir haben es jetzt notdürftig geflickt und in 2-3 Wochen, dank Lieferschwierigkeiten, haben wir dann auch wieder eine neue Glasplatte da drin, neue Glastür und dann schaut es aus wie neu. Also, lässt uns nicht erweichen. Wir gehen mit Vollgas weiter und jetzt geht's mal ab in die Werkstatt. So, jetzt muss man hier mal was anschauen. Es ist das erste Mal, wo ich hier wirklich den Sitz runter gemacht habe und mir gedacht habe, wow, das ist mal eine Akkuhalterung. Finde ich mal richtig mega. Da hat sich der Hersteller auch mal richtig was einfallen lassen. Ein golles, massives Gestell geschweißt, hier sogar sauber abgekantet, alles entgratet. Also das ist mal ein Batteriehalter, wo ich sage, Leute, da hat sich jemand richtig ins Zeug gelegt. Finde ich absolut mega. Ihr wisst alle, ich hasse diese blöden Gürtel. Ja, man kann sie nehmen, ich finde sie aber weder hübsch noch zweckmäßig, sondern ich bin einfach überhaupt nicht überzeugt von der Haltbarkeit, weil die schließen, die werden mit der Zeit durch die Vibrationen mal ein bisschen aufgehen.
dann fliegen die Dinger doch wieder lose rum und ich mag die Dinger einfach nicht. Aber das hier ist mal echt vom Hersteller eine tolle Geschichte. Schön sauber verschweißt, verschraubt. Also hier macht die Batterie keinen Zucker. Also echt höchsten Respekt. Toll. Man muss auch mal Hersteller loben, wenn es so ist. Finde ich echt toll. Genauso, was wir auch gesehen haben, was ich auch mega finde. Wenn wir hier mal die Klemmen aufmachen. Ich versuche das mal einzufangen. Hier die Kontakte wurden hier sogar nicht nur geschraubt und geklemmt, sondern auch noch verlötet. Also auch da hat man sich echt richtig Mühe gegeben. Also ihr seht's. Echt klasse. Toll. Da hat man wirklich super Arbeit gemacht. Muss man wirklich sagen. Wir fassen da gar nichts an. Das lassen wir auch so, wie es ist, weil das ist echt höchste Güte. Das ist richtig schick verarbeitet. Das Einzige, was wir jetzt hier tun, ist den Kunden einen Batteriecomputer verbauen, einen Hauptschalter hier verbauen, damit er die Batterien auch abschalten kann. Batteriecomputer kriegt er natürlich hier oben wieder hin zu den Armaturen und dann kriegt er noch eine MaxView-Antenne, die steht auch schon da in Anthrazit, passend zum Fahrzeug, weil wir haben hier ein dunkles Fahrzeug, ne? Also da passt es auch super gut dazu. Da baut man eine dunkle MaxView drauf. Und was machen wir noch? Unsere Luftfilter für die Truma bauen wir ein, von der Firma AirTune, auch ganz wichtig. Weil die sind wirklich klasse. Ich kann es nur immer wieder sagen, der die Nonne drin hat, ich will nicht sagen, ist selber schuld, aber der verpasst was, weil die Luftverbesserung durch die AirTune-Filter sind schon echt enorm. Also da kann ich nur immer wieder drauf plädieren, holt euch die und baut euch die ein. Also das ist echt eine tolle Sache. Wenn da Fragen dazu sind, könnt ihr mich auch jederzeit kontaktieren per E-Mail oder per Telefon, kein Problem. Aber die sind mega. Die bauen wir hier ein. Und ja, was machen wir dann noch? Dann kriegt er noch eine Titronic-Alarmanlage, die wir hier einbauen mit Profinder, mit allem drum und dran. Da machen wir uns gleich morgen drüber. Und morgen parallel dazu fangen wir auch schon den nächsten Kastenwagen an. Der steht auch schon drüben. Wir haben wieder Kastenwagenwoche. Und da legen wir dann wieder los mit Wechselrichter und Netzumschaltung und Ladebooster und so weiter. Da gehen wir dann auch wieder Vollgas. Also ihr seht, es ist jede Menge los bei uns. Da ist wieder richtig was geboten. Und jetzt gehen wir nochmal raus, weil ich habe euch noch gar nicht gezeigt, was wir geliefert bekommen haben. Die sind gestern alle eingetroffen. Hier stehen sie. Nagelneue 3 Tournees. Die sind gestern vom LKW, ich hätte schon fast gesagt runtergefallen, abgeladen worden. Der hier ist verkauft. Der wird heute gleich verkauft. Da sind die Kunden gleich vorbeikommen. Also echt mega. Der hat denen gleich so gut gefallen in der Farbe, in der Konstellation, wie er da steht, dass die hier gleich zugeschlagen haben. Hier habe ich noch einen stehen in der Black Edition. Der ist noch nicht verkauft. Und dann haben wir hier hinten nur einen stehen. Der ist auch schon verkauft. Den müssen wir nur noch herrichten. Auch hier verbauen wir wieder nur ein paar Sachen wie Wechselrichter und Ladebooster und solche Geschichten. Der wird aber auch dann die Woche gleich zur Auslieferung kommen. Weil da müssen wir dann gucken, dass wir den so schnell wie möglich wieder rausbringen. Weil da wartet der Kunde nämlich auch schon drauf. So, und jetzt wollte ich euch noch was erzählen zu meinen 2 Highlights und dazu gehen wir wieder rein. Bis gleich. Ja, hier sind wir wieder. Und ich wollte euch jetzt noch meine 2 Highlights von der Düsseldorfer Caravan Salon Messe erzählen. Beziehungsweise kurz was dazu erklären. Also, Punkt 1, könnt ihr kurz auch nach hinten gucken in meinen Videos. Da habe ich euch von Truma das neue Display vorgestellt.
haben wir ja mit dem Trumamann drüber gesprochen und ich muss ganz wirklich sagen, ist ein tolles Display. Man hat hier ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo auch noch dementsprechend ausgearbeitet wird. Das CB Plus wird somit verschwinden mit dem Stellrad und Drücken und kompliziert. Und was ich am allergeilsten finde, dass die Fehlermeldungen in ausgeschriebener Form darstellen. Also wenn jetzt die Gasflasche leer ist, Gaszufuhr nicht mehr passt, dann schreibt er Gaszufuhr prüfen und nicht Fehlercode W oder H517W oder sonst was, wo letztlich irgendwie immer schwierig war, das nachzuvollziehen. Und für uns Mobilisten, ich sage immer gerade für die Laien, die wenig Erfahrung damit haben, damit umzugehen. Und von dem her finde ich die neue Tuma-Anzeige bzw. Kontrolltafel schon echt eine geile Nummer. Vor allen Dingen, weil auch die Dometic-Klimaanlage damit steuerbar ist und sogar Informationen aus dem Schaltblock mit dazu genommen werden können. Also schaut euch das Video nochmal an, beziehungsweise kriegt ihr auch von mir noch ein paar Infos darüber, wenn es denn soweit ist. Dauert allerdings nur ein bisschen, bis es letztlich fertiggestellt ist. Ich glaube, mich zu erinnern, es war Januar, aber ist eine ganz tolle Geschichte. Das nächste, Klesana C1, die neue Toilette. Ihr habt mir schon ganz viele E-Mails dazu geschrieben und ganz lieben Dank dafür. Auch in den Kommentaren in meinem Video waren etliche Beiträge von euch drin gestanden. Und super, top, ganz lieben Dank auch dafür. Und ich persönlich bin schon ein paar Mal angekaut worden, wie kann man sich nur über sowas freuen, weil Plastik, Plastik, Plastik. Ja, ich freue mich darüber und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn man richtig zuhört, hört man nämlich raus, dass ja, natürlich noch eine Kunststofftüte, sprich Plastik, wenn wir das so abwerten wollen, verwendet wird, wo dann meine Hinterlassenschaft hermetisch abgeschlossen eingeschweißt wird. Aber dieser Vorgang braucht immer noch wesentlich weniger oder hat einen wesentlich kleineren CO2-Fußabdruck wie die herkömmliche Chemietoilette. Und wir müssen uns ja alle mal die ganzen Wohnmobile da draußen vorstellen und dann noch vorstellen, dass weit über 80% immer noch mit dieser Tetford-Chemie da draußen rumfahren und dieses giftige Zeug sich in die Toilette kippen. Wo ich dann der Meinung bin, dann doch besser so eine Tüte, die nämlich in die Müllverbrennung wandert, weil sie in Restmüll entsorgt wird und dadurch in der Müllverbrennung restlos verbrannt wird. Natürlich haben wir hier noch Kunststoff und natürlich kann man unsere Hinterlassenschaft nicht in eine Biotüte geben, weil wenn wir das auch noch machen, dann zersetzt sich die Biotüte in meinem Container und ich habe die Sauerei dann in dem Behälter drin. Also das ist ja totaler Quatsch, das funktioniert auch nicht. Drum ist diese Tüte schon berechtigt. Jetzt kann man natürlich drüber reden, warum nimmt man dann die gleiche Trockentrenntoilette, weil es halt schlichtweg nicht jedermanns Sache ist. Trockentrenntoilette muss man mögen. Da bin ich auch ein bekennender Mensch dafür. Ich mag sie auch nicht. Ich habe es aber ehrlicherweise auch noch nie probiert, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Vielleicht komme ich irgendwann mal dazu, das mal auszutesten. Habe ich noch nicht getan, aber für mich ist allein schon die Vorstellung, meine Hinterlassenschaften da zweimal zu sehen und den Urinbehälter muss ich dann trotzdem ausleeren und so weiter und so fort, weil da passen halt nur mal 8 Liter rein oder maximal 10 Liter und die muss ich halt dann wegkippen. Ja, ist halt nicht so mein Ding. Und demjenigen, der dann denkt, ich kann meine Hinterlassenschaften einfach so in die Brerie ohne irgendwelche Zusätze kippen, kann man natürlich tun, ist aber gesetzlich verboten. Unser Gesetzgeber schreibt nämlich vor, dass unsere Hinterlassenschaften nicht der Natur zurückgeführt werden dürfen. Auch das ist ein Problem, weil deswegen gibt es nämlich auch am Straßenrand pinkeln oder sonst irgendwo 20 Euro Geldbuße. Oder ich weiß nicht mehr, ob es 20 Euro sind, weil es einfach nicht erlaubt ist. Klar, haben wir alle schon gemacht, machen wir auch alle,
aber es ist halt facto nicht erlaubt. Und ich bin auch jetzt wieder ganz ehrlich, ich möchte nicht bei den Massen an Wohnmobilen dann auf einmal denen ihre ganze Schuldigung unzuhalten, Scheiße, im Wald liegen haben. Also auch das geht nicht. Somit finde ich den geschmeidigen Gedanken, dass ich das in eine Papiertüte, in eine Kunststofftüte, Vakuum, also sprich hermetisch einschweiß, die ich dann selbst in meinem Wohnmobil, bis ich an der nächsten Restmülltonne vorbeikomme, aufheben kann, ohne dass sie geruchsbelästigend ist, noch sonst was. Und da dann einfach reingebe, dadurch keine Wasserverschwendung mehr habe, keine Zusatzmittel mehr brauche und einen kleineren CO2-Abdruck hinterlasse wie bisher mit jeder Chemietoilette, ist das schon eine tolle Sache. Also muss ich sagen, ich bin begeistert davon, weil es gibt mir auch eine ganze Menge Autarkie und Freiheit. Ich muss nicht immer Entsorgungsstationen suchen. Und jetzt sind wir auch mal wieder ganz ehrlich. Wie oft sind wir denn mit unserem Wohnmobil unterwegs und wie oft nutzt man effektiv die Toilette? Ich bin ja ein Durchschnittscamper. Und wie viele Wochen fährt man dann mit dem Wohnmobil? Also hält sich das ja auch in Grenzen. In der Regel geht man ja trotzdem noch auf eine ganz normale Toilette und man lebt ja nicht im Wohnmobil. Es gibt natürlich immer sicherlich Ausnahmen, wo so ist. Und da sollte man natürlich auch eventuell dann andere Maßnahmen treffen, kann man ja auch tun. Ja, das waren halt für mich die zwei Highlights auf der Messe. Ansonsten für die, die uns besucht haben, wo wir uns persönlich gesehen haben, ganz lieben Dank, dass ihr bei uns auf dem Flockerstand wart. War echt toll. Tolle Gespräche geführt, super nette Menschen kennengelernt. Auch das war eine tolle Geschichte. Hoppla, Mückchen. Also es hat riesig Spaß gemacht und ich, wie gesagt, sehe das mit der Toilette nicht ganz so kritisch wie manch einer, der auch oder manche andere Kollegen aus YouTube und sonstige Sachen. Ja, ich bin da ein bisschen anders eingestellt, aber jeder hat natürlich seine eigene Meinung und weiß, was er da tun muss. Jo, dann möchte ich natürlich wieder fleißig eure Kommentare lesen von dem Video und das nächste Video wird auch wieder rein technisch spezifisch sein. Da werden wir euch das Fahrzeug noch vorstellen, wo wir dann morgen anfangen, beziehungsweise was wir da alles verbauen, weil das wird auch ein bisschen tricky. Und da hole ich euch auf alle Fälle wieder dazu, da könnt ihr euch drauf freuen, weil da haben wir wieder spezielle Dinge, die wir da verbauen und da freue ich mich auch schon drauf und ihr euch hoffentlich auch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch über die fleißigen Likes und wenn euch auch dieses Video wieder gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach den Abo-Knopf drücken. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es wieder was Neues gibt. Auch möchte ich nochmals dazu aufrufen, wir spenden immer noch für die Flutopfer. Das läuft jetzt noch ein, zwei Wochen. Ich tue euch die Kontonummer nochmal einblenden. Wenn ihr noch Lust dazu habt, jede Hilfe ist herzlich willkommen. Die braucht es ganz dringend. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wir haben schon eine schöne Summe zusammenbekommen und dann werden wir dementsprechend das auch überreichen. Und da nehmen wir euch auf alle Fälle auch mit. Und ich sage schon an diejenigen, die alle gespendet haben, waren ja schon eine ganze Menge, ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Ist echt eine tolle Sache und ihr könnt euch sicher gehen, wir werden das 1:1 da unten abgeben. Und ist, ja, mir tut es immer nur leid und wir haben auch ganz nette Leute kennengelernt, die da betroffen waren, also echt schlimm und da werden wir auf alle Fälle das dann persönlich übergeben und abgeben. Jo, jetzt gehe ich euch nicht länger auf den Zeiger, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns die Tage. Bis dann, macht's gut, ciao!